Lobe den Herren, den Mächtigen, König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet so auf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiere. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Osterspeisensegen hier in unserer Stapferkirche in Feldbach. Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Und das möchte uns Menschen berühren an Leib und Seele. An Gottes Segen ist alles gelegen, so lautet ein Sprichwort. Wenn wir einander den Segen zusprechen, wird uns bewusst, dass wir aus Gottes Güte leben. Aus seiner Hand haben wir alles empfangen. Die Segnung der Osterspeisen ist ein Ausdruck der Dankbarkeit dafür, was uns im Leben geschenkt ist. Das gemeinsame Mahl erinnert uns auch daran, wie der Auferstandene seinen Jüngern erschienen ist, mit ihnen gegessen hat und ihnen versprochen hat, bei ihnen zu bleiben bis zum Ende der Welt. Gott ist da, auch hier und jetzt. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Wort des lebendigen Gottes. In unserer Taufe wurden wir einst mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, verbunden. Und so sind wir in dieses Ostergeschehen eingebunden. Und so lade ich ein, dass wir unser gemeinsames Taufglaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich werde jetzt unsere Osterspeisen segnen. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne das Osterfleisch. Es soll Zeichen dafür sein, dass dein Sohn Jesus Christus das wahre Osterlamm ist, Opfer für unsere Schuld und Speise zum ewigen Leben. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne das Osterbrot. Es soll uns Zeichen dafür sein, dass dein Sohn Jesus Christus das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist, um alle Menschen mit göttlichem Leben zu sättigen. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne die Ostereier. Sie sollen uns Zeichen dafür sein, dass dein Sohn Jesus Christus das Felsengrab gesprengt hat und auferstanden ist, um unseren Tod zu vernichten und um uns sein Leben zu schenken. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne das Salz für das Ostermahl. Es soll uns Zeichen dafür sein, dass die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus uns unzerstörbares göttliches Leben gewährt, um die Welt vor Sünde und Tod zu bewahren. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne die Kräuter und Früchte für das Ostermahl. Sie sollen uns Zeichen dafür sein, dass aus dem geöffneten Grab deines Sohnes Jesus Christus für uns ein neues Leben keimt, wächst, blüht und reift, um hundertfältige Frucht zu bringen bis zur großen Ernte der Vollendung durch Christus, unseren Herrn. Ich werde jetzt unsere Osterspeisen in den Körben mit dem geweihten Wasser besprengen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten auch Maria, die Gottesmutter, um ihren Schutz und um ihre Fürsprache für unser Leben. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, denn du hast uns in der Auferstehung deines Sohnes die Gewissheit gegeben, dass wir nicht vergebens bitten, sondern dass du uns erhörst in deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Unsere Diözese hat heuer diese wunderschöne Osterkarte bereitgestellt. Wir haben sie in jeden Osterkorb gelegt. Nehmen Sie diese Karte bewusst mit nach Hause. Stellen Sie diese Karte auch auf den Ostertisch. Betrachten Sie die Bilder und die Texte mit dem Gebet hier auf dieser Karte. Ich lade herzlich ein, heute Abend um 19.30 Uhr hier in unserer Stadtpfarrkirche zur Osternacht feiern. Ich lade auch herzlich ein zur Feier des Ostersonntags morgen. Die Gottesdienste sind um 8.30 Uhr hier in Feldbach. 10 Uhr das festliche Osterhochamt mit Kirchenchor und Orchester und auch am Abend um 19 Uhr. Herzlichen Dank und vergelt's Gott auch für das mitgebrachte Opfergeld, das Sie in die Körbe gelegt haben. Und so wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und frohes Osterfest und vor allem ein gesegnetes Ostermahl im Kreis Ihrer Familien. Möge die Dankbarkeit für die Auferstehung Jesu und die Osterfreude auch durch den Magen gehen. Ostern möchte uns ganzheitlich berühren an Leib und Seele. Und so erbitte ich nun den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne, begleite und beschütze euch und eure Familien, der allmächtige, barmherzige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist ein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen.